Herr Kadosch, warum konsolidieren Sie BI-Umgebungen? Herr Tams, wir konsolidieren nicht nur die BI-Umgebungen, wir harmonisieren sie auch. Das heißt, bevor wir zu konsolidieren beginnen können, vereinheitlichen wir diese, die Architekturen, die Systeme, die Prozesse, um sie dann auch später konsolidieren zu können, das heißt auch in der Anzahl reduzieren zu können. Die sind drei Gründe, die da ins Auge stechen. Zum einen Kosten, Nutzen und Risiken. Kosten in Bezug auf Lizenzkosten, Wartungsgebühren, Betrieb der Anwendungen. Nutzen in Bezug auf, wenn Sie Komplexität reduzieren, dann können sich die Anwender stärker auf die Inhalte konzentrieren. Sie haben auch die Möglichkeit, wenn Sie Standards definieren, haben Sie auch die Möglichkeit, schnelle Funktionalitäten bereitzustellen. Und Risiken reduzieren, wenn Sie Komplexität reduzieren, dann müssen Sie auch eine geringere Anzahl an Systemen in Betrieb behalten. Das heißt, die Ausfallrisiken sind geringer. Können Sie mir dafür ein konkretes Beispiel nennen? Ja, sehr gerne. Wir haben kürzlich eine Anforderung eines großen mittelständischen Unternehmens erhalten, dort eine Balance Scorecard zu implementieren. Und bei der Analyse der benötigten Informationen für die Scorecard haben wir festgestellt, dass diese aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus lokalen, aus zentralen Systemen, nationalen, internationalen Systemen stammen. Da waren Systeme da, die zum Teil redundante Aufgaben erledigt haben. Die Daten wurden zum Teil doppelt gehalten. Das heißt, dort eine Reduzierung der Anzahl der Datenhaltung und der verwendeten Systeme hat sofort einen Nutzen gebracht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte ein Unternehmen, in dem ich das Gefühl habe, dass meine BI-Umgebung zu komplex ist, was würden Sie mir denn dann empfehlen? Also wir würden das mal anschauen, was sind die wesentlichen Bereiche, die für das Reporting, für das Management Reporting wichtig sind, würden uns dort die Prozesse anschauen, wie werden die Daten erstellt, die dann später analysiert werden, mit welchen Anwendungen, welchen Systemen, Architekturen wird das bereitgestellt, würden definieren, wie sie in zukünftig das organisieren möchten und dann Abteilung für Abteilung die Architekturen und die Systeme auf Basis der neuen Strategie auslegen. Herr Kadosch, vielen Dank für Ihre Empfehlung. Sehr gerne.